Ein blumiger, cremiger Baby-Body-Lotion-Duft. Ich verstehe da nicht, wie jemand bewerten kann, dass es dann hier etwas Shocking-Experiment ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. So, also. Und mit einem Schock, mit einem Bangkok-Schock oder mit einem Experiment hat er aus meiner Sicht nichts zu tun. Aber diesem, was ich gesagt habe, wenn natürliche Duftöle mehr drin wären, noch mehr drin sind, dann praktisch würde das irgendwie mehr in mir auslösen. Auch das, und das spricht übrigens auch nicht gegen den Duft, ganz im Gegenteil, ich habe das sogar mal parallel beides getragen. Es gibt natürlich Unterschiede, aber tendenziell, schlagt mich Leute, er erinnert mich auch an einen. Ein herzliches Willkommen zu Richards Herznoten. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr euch für Düfte und Parfüms interessiert, dann seid ihr hier genau richtig bei mir. Und wenn ihr lebenswürdig und lebenswert seid, dann seid ihr doppelt richtig. Und ich freue mich dann in diesen Fällen auch über ein Abo von diesen liebenswürdigen, liebenswerten, tollen Menschen. Ich habe euch ja bereits über einen Duft von der neuen Linie von dem Parfümdistributor Herbert Stricker, den wahrscheinlich alle von euch kennen, etwas vorgestellt. Der Name hieß Miami South Beach. So eine Kombination fand ich aus Anfass, Chagaf und Uden von Serschow, Uden Overdose. Irgendwie so eine Kombination aus meiner Sicht. Also es ist immer schwierig, das zu beschreiben. Aber um euch einen Eindruck zu geben. Und ich wollte euch den Bangkok Schock, deshalb kurz vorbringen, weil ich das, muss ich sagen, das möchte ich auch ganz klar sagen, nicht, dass hier ein Missverständnis auftaucht, ja. Ich finde es ganz toll, dass jemand im deutschen Markt das versucht und diese Parfümlinien vorbringt. Super. Finde ich toll. Bitte mehr. Da gibt es ja diesen MGO-Duftanker, aber der macht schon mal gar nichts mehr. Oder wenig, ich weiß es nicht. Und da gibt es ja noch irgendwie andere Sachen, aber so, der mal versucht, in diese Nischenparfümerie reinzugehen. Also es gibt schon schöne Versuche und ich finde, so schöne Versuche sollte man immer unterstützen. Und ich möchte auch ganz klar sagen, dass diese Nose-Behind-Düfte, derzeit sind ja scheinbar 7, wenn ich das richtig im Kopf habe, erschienen, sind auch wirklich alle, bis auf einen. Der eine heißt Hakama oder so. Ich glaube Hakama. So ein kräutergewürziges Etwas. Also ganz schlimm. Das finde ich wirklich ganz schlimm. Bitte nicht böse sein. Aber die anderen 6 Düfte, die finde ich wirklich nicht schlecht. Und wirklich nicht schlecht heißt, im Vergleich zu anderen Düften, die wir in unseren Märkten haben, kein Deut schlechter. Was ich ein bisschen bemängle ist, ich finde, der Herbert Stricke hätte vielleicht aus meiner Sicht mehr natürliche Öle mit reinpacken können oder noch mehr natürliche Öle. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie viel davon drin sind. Würde mich mal interessieren. Vielleicht kann er das ja mal sagen und ich habe es nicht mitbekommen. Aber gefühlsmäßig würde ich sagen, hier ist eine Chance vertan, diese Düfte sogar mit denselben Anklängen hätte man machen können, einfach wo man sagt, ich traue mich, mehr natürliche Duftöle reinzupacken. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das wäre, finde ich, ein Statement gewesen, wenn man diese The Nose Behind Düfte genommen hätte und einfach mit mehr natürlichem Duftölanteil. Ich glaube, das wäre der Hit gewesen. Und damit hätte sich der Herbert Stricke auch einen größeren Gefallen getan. Denn irgendwie habe ich so das Gefühl, die Aufnahme von den Düften ist so ein bisschen reserviert und das finde ich eigentlich sehr schade. Und der hier, der Bangkok Schock, deshalb habe ich den kurz ansprechen wollen, weil es hat mich überrascht, weil in den Interviews, die ich im Vorfeld gehört habe von besagtem Herbert Stricker, wurde dieser Duft immer so präsentiert, also ein Experiment, als etwas Ungewöhnliches, als wenn man in Bangkok ist und da eine Fülle an verschiedenen Eindrücken in die Nase kommen und es ist eine Herausforderung für die Nase, es wird den
den oder diejenige, der da den Duft dann riecht, überraschen und es wird herausfordernd sein und so weiter und so fort. Nee, also finde ich überhaupt nicht. Also das ist ein sehr cremiger Baby-Body-Lotion-Duft. Ein blumiger, cremiger Baby-Body-Lotion-Duft. Genau. Der wirklich sehr dezent ist, auch wirklich super tragbar, finde ich. Mit einem leicht seifigen Touch, das muss ich noch sagen. Also diese blumige Cremigkeit, diese Baby-Body-Lotion, dieser Baby-Body-Lotion-Eindruck hat noch eine leichte Seifigkeit, was ja sowieso bei vielen sehr gut ankommt. Und ich finde, der ist weder ein Experiment, noch hat er irgendwie einen Eindruck, dass man sagt, es ist irgendwie, man muss da irgendwie flüchten. Und es irritiert mich auch irgendwie. Ich habe den jetzt wirklich, wirklich mehrmals getragen. Also bestimmt, ich behaupte jetzt mal, vielleicht mittlerweile 5-mal oder so. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich verstehe da nicht, wie jemand bewerten kann, dass es dann hier etwas Shocking-Experiment ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. So, also. Aber das ist meine persönliche Meinung, kann man auch kritisieren. Zumal der Bangkok-Schock auch, finde ich, nicht nur zurückhaltend ist, er ist auch völlig unspektakulär. Das heißt nicht, dass er schlecht ist. Völlig unspektakulär und er ist wirklich auch sehr angenehm zu tragen. Also er ist mit Sicherheit auch, weil er eben angenehm unspektakulär ist und diese leichte Seifigkeit hat, so dieses angenehm cremige, leicht blumige, wo man eigentlich immer frisch inspiriert irgendwie auch auf andere wirkt, ist ein toller Büroduft. Den könnt ihr überall tragen, eigentlich wo ihr euch in Gemeinschaft aufhaltet. Und mich würde echt wundern, wenn irgendjemand sagt, der Duft, der gefällt mir nicht, der Duft ist irgendwie so anstößig, überhaupt gar nicht. Also schön weichgespült, ein sehr gut tragbarer Duft und mit einem Schock, mit einem Bangkok-Schock oder mit einem Experiment hat er aus meiner Sicht nichts zu tun. Deshalb vielleicht an euch als Inspiration, wenn ihr vielleicht mal drüber nachgedacht hattet, sowas mal zu probieren, aber dachtet, nein, für Experimente bin ich nicht geeignet. Leute, probiert es aus. Ihr werdet damit völlig unspektakulär überrascht sein, ja, dass praktisch das ein ganz angenehm tragbarer Duft ist. Ich würde mir halt wünschen, dass der natürliche Eindruck einfach höher ist. Und wenn jetzt der Herbert Stricker sagen würde, dass da 80% natürliche Duftöle drin sind, also ganz hoher Duftölanteil, dann ist es natürlich toll. Irgendwie bei mir ist es aber so, wenn der natürliche Duftölanteil sehr hoch ist in einem Parfüm, dann habe ich das subjektive Empfinden, dass er in mir Gefühle auslöst, im Guten wie im Schlechten. Und dass, während ich diesen Duft trage, dass diese Gefühle sich wandeln. Also dass der Duft immer mit mir spielt und ich kann nicht umhin, entweder ablehnend oder sehr, sehr positiv gestimmt zu sein oder was auch immer. Und der Bangkok Shock zum Beispiel, das ist ein wirklich angenehm tragbarer Duft, aber er lässt mich insofern kalt, dass ich ihn wahrnehme, aber was ich gesagt habe, wenn natürliche Duftöle mehr drin wären, drin sind, mehr drin sind, noch mehr drin sind, dann praktisch würde das irgendwie mehr in mir auslösen. Heißt aber nicht, dass er schlecht ist, im Gegenteil, probiert es eigentlich aus. Wäre vielleicht auch mal ein Versuch wert. Und nein, ich kriege gar nichts dafür, ich habe nicht einmal die Tester irgendwie bekommen, ja, was nicht schlimm ist, ja, ihr müsst es kaufen, ich muss es auch kaufen, ja. Und genauso nehme ich mir dann aber auch das Recht heraus zu sagen, was ich dann davon halte. Und die Düfte sind nicht schlecht. Und weil ich über den Miami South Beach, vielleicht als Schlussbemerkung, auch noch gesagt hatte, dass er so ein Baby ist von diesem Uden Serchoff und dem Anfass Chagaf, muss ich aber auch hier sagen. Also vielleicht, um euch einen Eindruck zu geben, wenn ihr sucht, was könnte denn vergleichbar irgendwie sein? Ja, auch das, und das spricht übrigens auch nicht gegen den Duft, ganz im Gegenteil. Ich habe das sogar mal parallel beides getragen. Es gibt natürlich Unterschiede, aber tendenziell, schlagt mich Leute, er erinnert mich auch an einen Anfass, und zwar an diesen Rahaba, wird er so genannt. Und zwar dieser Anfass Rahaba,
der, wenn ihr den schätzt, wenn ihr den kennt, dann könnt ihr den Bangkok Shock auch mal ausprobieren. So tendenziell hat es schon irgendwie so die Richtung eingeschlagen. Man könnte manchmal meinen, was ja auch nicht schlecht ist, ja, warum denn nicht, um auf der sicheren Seite zu sein, dass man so im Kämmerchen sagt, ah, mach mir mal aus den zwei, drei Düften irgendwas in die Richtung. Jedenfalls ist es nicht schlecht. Probiert ihn aus, gebt mir Bescheid, wie immer, was ihr davon haltet, von diesem Bangkok Shock von The Nose Behind. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich habe mich gefreut, dass ihr jetzt mit mir dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal, euer Richard.